bestimmten Bereichen meines Lebens hängt meine Seele im Zweifel, weil Jesus beantwortet bestimmte Gebete nicht. Jesus lässt meine Mitbewohner krank werden. Ich habe Unruhe zwischen meiner Beziehung mit meinen Mitmenschen. Ich gehe abends schlafen mit einer kleinen Angst vor dem Tod. Heute sind wir im Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 22 bis 30. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen. Wenn ich am Bett einer kleinen Bewohnerin stehe, ihr gute Nacht wünsche und sie mir sagte, dass sie noch gar nicht müde ist, dann sage ich ihr manchmal, sie könne ja noch mit Jesus reden. Als Antwort bekomme ich dann: Aber ich kann ihn gar nicht hören. Also hier finden wir eine Frage und ich möchte mal sagen, es ist meine Frage. Bist du der Christus? Das fragen die Pharisäer, Sadduzäer, Jesus. Und ich beziehe die Frage auf mich selber. Und wenn ich nicht zu sehr eingenommen bin, mich mit Hilfe der Bibel und dem Gruppenchristsein in eine allgemeine Daseinsform reindrängen zu lassen, zum Beispiel man glaubt so, man versteht das so und so, oder die schlimmste Daseinsform des Glaubens, das musst du einfach glauben. Oder unnett ausgedrückt, wie, du glaubst das nicht? Wenn ich also nicht diese Fragen, sondern mit meinen Fragen mir selbst treu bleibe, meinem Unglauben treu bleibe, dann bemerke ich eine Antwortsbereitschaft Gottes, die allem übersteigt, was ich mir selbst anlesen und anglauben kann. Also, was ich sagen will, ist einfach, die Frage nach Christus war eigentlich nicht so mein täglicher Begleiter im Leben. Also dieses Christus. Meine kleine Bewohnerin bringt meinen Glauben und Nichtglauben auf den Punkt, aber ich kann ihn gar nicht hören. Oder ein anderer Bewohner sagte mir vor 15 Jahren, der ist jetzt 18,5, nachdem ich zitierte, selig sind die reinen Herzen, sind sie werden Gott schauen. Der Dreijährige fragte mich dann, kannst du Gott schauen, Papa? So im Stil von, ist dein Glaube so konkret, dass man davon satt wird? So wie bei Jesus am Jakobsbrunnen, als die Jünger von der Einkaufstour zurückkamen und dann zu Jesus sagten, Meister, iss doch etwas. Aber er sagte ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht, fragten die Jünger sich untereinander.
Bist du der Christus, so sag es frei heraus. Wer will diese Antwort haben? Wer ist dein Richtwert? Die christliche Kirche? Jesus? Woran orientierst du dich, um zu lernen und um vorwärts zu kommen? Die Fragesteller in unserem Text sind Bibelkenner. Es gibt viele Juden heute, die können nach ihrem Schriftverständnis Jesus nicht als den Christus erkennen. Es gibt viele Christen heute, die wissen nicht einmal, warum es wichtig ist, dass Jesus der Christus ist. Die erwartende Antwort soll nämlich in ihr Bibelwissen passen. Jesus aber, so scheint es, scheint bis heute ein anderes Ziel zu haben. Er möchte, dass sie es, in dem Text, er möchte, dass sie es an ihm erkennen. Sich selbst in ihm finden, so lese ich im ganzen Kapitel und davor. Die Pharisäer haben jahrhundertelang die Schriften studiert, eine Schriftenschule unterhalten, die Sadduzäer, geforscht. Sie wussten also, was darin steht. Sie gingen damit schlafen und lebten damit. Sie kannten ihre Bibel. Jesus tritt auf. Jetzt tritt Jesus auf mit Ansprüchen, die vielen in der Schrift Antwort gaben. Man wartete ja seit tausenden Jahren auf den Erlöser. Die kannten ihre Bibel, hatten mindestens eine 10-Punkte-Liste und Jesus passte nur in einem Punkt rein. Er war ein Jude. Jesus hat nicht den Tempel aufgebaut, zum Beispiel nach ihrer Punkteliste. Auf jeden Fall nicht so, wie sie sich das vorstellten. Es war so schwer für diese Menschen zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Ganz schwer. Ich glaube, uns geht es genauso. Es gibt keinen Unterschied eigentlich. Mein eigenes Christsein ist geprägt vom Christentum und der Schrift, wie bei den Pharisäern. Nur jetzt taucht eine Waage in meinem Leben auf, die so ist, wie die Schrift sagt, aber auch anders ist. Genauso bei mir eine Wahrheit, die zwischen christlicher Religion und Glaube unterscheidet. Zwei Wahrheiten, zum Beispiel zwei Wahrheiten vielleicht unter uns. Der eine Jesus ist der Erlöser von der Hölle und der in Beziehung führende zwischen Mensch und Gott. Das ist eine Wahrheit. Eine andere Wahrheit vielleicht. Der andere Jesus ist ein Jesus, der mir sein Christusleben anbietet, über Gott den Vater erzählt. Welchen Jesus kenne ich? Und ist da überhaupt ein Unterschied? Und wenn ja, welcher? Und wie wirkt sich das aus auf mein Glaubensleben? Welche Wahrheit, welcher Jesus, welches Glaubensleben lebe ich gerade jetzt? Es fand aber in Jerusalem die Tempelweihe statt. Es war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Irgendwie will Jesus uns beantworten, alle unsere Fragen, aber irgendwie nicht so, wie wir uns das erhoffen und wir fühlen, dass unsere Seele noch in Zweifel hängt. Also ich kann von mir jetzt nur reden, natürlich. In bestimmten Bereichen meines Lebens hängt meine Seele in Zweifel, weil Jesus beantwortet bestimmte Gebete nicht. Jesus lässt meine Mitbewohner krank werden. Ich habe Unruhe zwischen meiner Beziehung mit meinen Mitmenschen. Ich gehe abends schlafen mit einer kleinen Angst vor dem Tod. Immer nur sporadisch, mal so hier und da. Und Jesus beantwortet die Fragen erstmal gar nicht. Und ich glaube, wenn wir die Texte vorher am 7. bis zum 10. Kapitel und weiter und alles insgesamt uns anschauen, sehen wir, dass Jesus sagt, ich würde euch gerne eine Antwort geben, die ist so stark und so groß. Es wäre die Antwort
auf alles. Aber ihr fragt nicht die richtigen Fragen. Auf jeden Fall nicht die richtigen Fragen, ohne eure eigene Meinung dazu zu haben. Ihr fragt einfach nicht nur nach mir. Und ihr schaut einfach nicht nur nach mir. Sondern ihr kommt mit gefärbtem Glauben. Aber es ist nicht der Glaube, der meine Schafe kennzeichnet. Ihr gehört nicht zu meinen Schafen, denn ihr glaubt nicht, sagt Jesus. Boah, ist richtig gemein, so ein Spruch, finde ich eigentlich. Ihr gehört nicht zu meinen Schafen, sagt er in der Schrift. Weil ihr nicht so glaubt, wie ich Glauben verstehe. Und es ist ein Glauben an eine, in eine und durch eine Person. Und an mir könnt ihr alles erkennen. Aber mit mir werdet ihr auf vielen Wegen euch eure Füße auch wieder stoßen. Immer wieder neu. Fragt doch mal einmal nur nach mir, ohne nach euch zu fragen. Weil nach euch frage ich. Und das wird so viel mehr sein. Amen.